So, willkommen zurück, Murder Soul Suspect. Folge 9, glaube ich, müsste es sein. Mit Kater Gizmo. So. Nee, Quatsch. Wie war denn nochmal? Achso, rennen wir so. Mein Gott, Gizmo. So. Wir müssen immer noch versuchen, auf den Dachboden zu kommen. Ach, guck mal an. Der ist immer noch am Saugen. Uah, Gruß. La 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 la. So. Miau. Miau. Okay. Wo müssen wir hin? Da oben. Wie kommen wir denn da hoch? Und wo muss ich lang? Ich habe keinen blassen Schimmer, wo ich. Ah, hier, okay. Okay, das ist so ein bisschen wie auf Schienen. Die Katze geht da quasi wie automatisch, wo wir lang müssen. Okay, dann sind wir ja gleich schon auf dem Dachboden. Ist ja Wahnsinn. Komm, ist so gut wie. Okay. Und das Fenster geht auch zu. Ich fühle mich hier nicht wohl, bin ich ganz ehrlich. Da liegt ein Pfeil auf dem Boden. Pfeile und Schwaben benutzt man ganz. Ich hab's runtergeschluckt. Entschuldigung. Da ist der Fahrstuhl. Da steht jemand am Fenster. So, da wären wir schon auf dem Dachboden. Die Katze hat uns gut geholfen. Da ist sie endlich. Warum finde ich nie meine Schlüssel, wenn ich los muss? Wie kann ich zu ihr durchdringen? Ich muss rausfinden, was die Zeugin weiß. Das stimmt. Sie sucht auf jeden Fall ihre Schlüssel. Ich schaue mich erstmal in dem Raum um. Oh, sie hat es ja richtig gemütlich hier. Aber hier gibt es, glaube ich, nichts. Oder hier vielleicht? Ach, schau mal eine an. Da haben wir noch was. So, einen müssen wir noch finden. Ich hoffe, wir finden den einen noch. Oh, bitte. Ich mag so Collectibles. So in Spielen. Ich hoffe, wir werden da noch fündig. Die letzte Säge noch zu finden. Boah, bitte lass sie in dem Raum sein. Bitte. Boah, mit den Geistern. Was war das? Ich habe jemanden atmen gehört. Und wir kommen hier nicht weiter, oder? Nein. Verdammt. Eine Säge haben wir übersehen irgendwo. Weil hier ist leider keine. Shit, so ein Mist aber auch. Verdammt. Ja, dann schauen wir mal. Beeinflussen. Ich würde sagen, sich versteckende Zeugin. Ich würde sagen, sich versteckende Zeugin. Ja. Wenn du nochmal von mir Besitz ergreifst, dann... Oh, du hast kein Recht, deine ungeklärten Sachen bei Warte mir anzuladen. Warte mal, ich jage meinen Mörder, okay? Jemanden, der vor knapp einer Stunde kurz davor stand, dich anzugreifen. Und wenn... Sekunde mal. Du kannst mich sehen und hören? Heilige Scheiße. Du bist ein Medium. Na, ich hab vielleicht ein Schwein, was? Ich hab grad die perfekte Helferin gefunden. Was ist nur mit euch Typen und meiner Familie? Den Cops zu helfen, ihren Job zu erledigen, ist kein Privileg, sondern eine Falle. Ich bin nicht deine Informantin, Partnerin oder Freundin. Ich schulde euch nichts. Wenn überhaupt, schuldet ihr mir was. Ja, ja, schon klar. Du bist tough. Okay. Aber du bist nicht tougher als er. Du hast gesehen, wozu er fähig ist. Er ist hinter dir her oder jemandem aus deinem Umfeld. Wen auch immer er tot sehen will, der kann froh sein, noch zu leben. Ich weiß, was ich tue. Und du kannst mir helfen, ihn aufzuhalten. Du musst mir nur ein paar Fragen beantworten. Hör mal. Es tut mir leid.
Was mit dir passiert ist, war furchtbar. Und du hast mir das Leben gerettet. Also, was willst du? Ich muss rausfinden, was die Zeugin weiß. Ja, was ich will. Fragen wir sie mal. Warum sollte der Mörder nach dir suchen? Ich wurde ermordet, als ich diesem Hurensohn zu deiner Wohnung folgte. Also warum würde er nach dir suchen wollen? Dieser Irre hat wahrscheinlich meine Mom gesucht. Und nicht mich. Ich bin ein Niemand. Unsichtbar. Meine Mom und ich haben uns bemüht, damit das so bleibt. Nicht jeder will bemerkt werden, weißt du? Hat deine Mom gesucht? Kennst du den Mörder? Wolltest du mich nicht was fragen? Hast du meinen Mörder vor heute Nacht schon mal gesehen? Irgendeine Ahnung, wer er ist? Ihr Cops habt so wenig Hinweise, dass ihr wahllos Leute fragt, ob sie wissen, wer der Mörder ist? Jetzt verstehe ich, warum ihr so viel Hilfe braucht. Ich frage keine Leute. Ich frage die Zeugin, deren Leben ich gerettet habe. So, Identität des Mörders, Information. Die Zeugin kannte den Mörder nicht. Wen kenne ich, der mich tot sehen wollen könnte? Und Motiv des Mörders, hatten wir noch gar nicht gelesen, habe ich übersehen. Der Glockenmörder war vermutlich auf der Suche nach der Mutter der Zeugin. Warum sollte sie ein Ziel sein? Hat deine Mom gesucht? Hat deine Mom gesucht? Was soll das heißen? Sie ist wie ich. Aber sie hat es trotz ihrer Gabe geschafft, ein anständiges Leben zu führen. Das hat sie vermutlich zu einem Ziel gemacht. Ich glaube nicht, dass diese Frage- und Antwortspielchen irgendwie spielrelevant sind, dass man da irgendwie wichtige Eigenschaften oder wichtige Entscheidungen treffen muss. Deswegen gehe ich die einfach mal so klappe die einfach mal ab. Wo ist deine Mom? Wolltest du mich nicht was fragen? Wo ist deine Mom, Kleine? Vermutlich tot. Sie würde mich nie verlassen, ohne ein Wort zu sagen. Nie. Ich weiß nicht, wo sie ist. Doch der Glockenmörder hat was mit ihrem Verschwinden zu tun. Dass er heute Nacht aufgetaucht ist, beweist das. Okay. Wenn er sie umgebracht hat, warum sollte er in ihre Wohnung zurückkehren? Keine Ahnung. Das Schlimmste anzunehmen hat noch nie geholfen. Warum lebst du nicht dort? Warum warst du heute Nacht in der Wohnung? Was meinst du mit anständiges Leben? Ich würde sagen, warum warst du heute Nacht in der Wohnung? Okay, okay. Was hast du in deiner Wohnung gemacht? Ich wohne da, Sherlock. Oder tat es, was auch immer. Meine Mutter wird seit ein paar Tagen vermisst. Ich sehe sie nicht so oft, aber sie verschwindet nie einfach. Nicht so. Mutter der Zeugin wird vermisst. Die Mutter der Zeugin wird seit ein paar Tagen vermisst und sie hat keine Ahnung, wo ihre Mutter hin ist. Warum lebst du nicht dort? Warum lebst du nicht dort? Wegen Leuten wie dir, die einen ständig um Hilfe bitten. Die versuchen, ein letztes Mal Kontakt mit geliebten Menschen aufzunehmen oder ein verrücktes Problem lösen wollen. Ich liebe meine Mom, aber ich kann nie lange an einem Ort bleiben, sonst finden mich Leute wie du zu leicht. War auch nicht oft zu Hause, als ich aufwuchs. Ich weiß, es ist hart. Die beiden passen richtig zusammen, muss ich ganz ehrlich mal gestehen. Ausgerissene Zeugin. Die Zeugin lief von zu Hause fort, um schwieriger für hilfsbedürftige Geister finden zu sein. Okay. Was meinst du mit anständiges Leben? Anständiges Leben? Ja. Hey, du kennst sie vielleicht. Sie hat mit den Cops am Glockenmörderfall gearbeitet. Als angestelltes Medium. Als Profilerin. Sorry, Kleine. Da klingelt bei mir nichts.
Das habe ich in der Wohnung gefunden. Erwähnt was über irgendein Buch zum Glockenmörder. Und es ist ihre Handschrift. Buch zum Glockenmörder. Wenn sie Profilerin war, ist das wohl das Buch, an dem sie ihre Notizen zum Fall hat. Sollte im Revier sein. Echt? Du bist allein nicht sicher. Jemand muss auf dich aufpassen. Wir Cops finden Vermisste. Ich habe dich gefunden und ich kann dir auch helfen, deine Mom zu finden. Dein Problem ist jetzt auch mein Problem. Keine Chance. Versteh mich nicht falsch. Du hast mein Leben gerettet und das kann ich nie wieder gut machen. Aber deine Probleme sind deine. Meine sind meine. Da sind sie. Viel Glück. Wirst es brauchen. Viel Spaß im Jenseits. Warte mal. Geh noch nicht. Warte mal eine Sekunde, ja? Hör zu. Es geht auch um deine Mutter. Wir müssen zusammenarbeiten. Zusammenarbeiten? Was kannst du schon ausrichten? Du bist tot. Ich komm klar. Lass mich in Ruhe! Wow. Ich wette, sie weiß noch mehr. Sie darf nicht abhauen. Ja, sie darf nicht abhauen. Es muss einen anderen Weg nach unten geben. So, spüre die Zeugen auf. Ich darf die Zeugen nicht aus den Augen verlieren. Nur sie kann mir helfen, den Glockenmörder zu finden. Untersuchen beginnen. So, ich werde aber mal eben die ganzen neuen Hinweise mal eben durchlesen. Notiz der Mutter der Zeugin. Die Notiz besagt, die Zeugin soll das Buch zu dem Glockenmörder holen. Geh jetzt und finde mein Buch im Revier. Wir sind nicht mehr sicher. Ich versuche, dich zu finden, bevor ich gehe, Mom. Und lauter Schrei. Der Schrei der Zeugin hat mich auf schmerzhafter Weise desorientiert. Wie kann das sein? Ich bin ja ein Geist. Ja, wir müssen mal ganz schnell. Boah, nein, nein, nein! Oh, habe ich mich jetzt erschrocken? Verdammt! Da wollte ich gar nicht hin! Verdammt! Mann, Ronan, wieso musst du auch einfach mal da langlatschen? Verdammt! Wollte ich gar nicht hin! Mist! Kacke! So. Ja. Spür die Zeugen auf. So, wie kommen wir denn jetzt nach unten? Hier vielleicht wieder? Mit der Katze? Ich versuch mal. Mein Glück. Hier vielleicht. Miau. Wow. Okay. Wie komme ich denn jetzt? Wow, huch. Was, ich komme hier nicht rein, oder was? Oh, toll, super. Ich darf sie nicht verlieren. Wo war denn nochmal der Fahrstuhl? Der war doch hier irgendwo, ne? Oder? Wow. Ich möchte ja nicht pingeln. Hier war der Fahrstuhl, ne? Genau. Aber der Fahrstuhl ist noch im dritten Stock. Ist sie denn schon raus jetzt, oder? Warte! Ah. Komm zurück! Du gehst schon, Liebes? Ja, sorry. Ich komm wieder. Warten Sie nicht auf mich. Sei vorsichtig, mein Kind. Verdammt, der saugt nicht mehr. Wie kommen wir denn jetzt darüber? Folge der Zeugin. Als Poltergeist kann man Lebende manipulieren. Ja, also den Priester muss ich manipulieren. Das heißt, ich muss erstmal auf die andere Seite kommen. Verdammt. Habe ich denn jetzt irgendwie Zeitdruck oder so? Da kann ich mir da jetzt ruhig ein bisschen mehr Zeit lassen. Wie komme ich denn jetzt zu dem Priester rüber? Verdammt. Ich stehe ein bisschen auf dem Schlauch. Ja, man kann Lebende manipulieren. Die Frage ist nur, muss ich den Priester? Ich denke mir mal, den Priester muss ich manipulieren, ne? Um hier rüberzukommen, aber. Ah, warte mal.
Ja, komm hier rüber. Genau, dann kann ich wenigstens da rüber gehen. Wenn sie sich beruhigt hat, frage ich sie, warum sie hier bleiben muss. Ja, so, geh wieder rüber. Los. Anstatt deine Staubsauger ausmachen, nee, den lässt du einfach an, weißt du? Scheißegal. Wird schon passen. Wow, was? Okay. Ich glaube, wir kriegen jetzt Gesellschaft. Ablenken. Einige Objekte können aktiviert werden, um Dämonen abzulenken. Dies gewinnt ihre Aufmerksamkeit und verschafft ihr eine Möglichkeit zum Vorbeischleichen. Die Raben sind oft nützlich, um die Dämonen abzulenken. Okay. Dann wollen wir das mal tun. Verdammt, wieso stehe ich hier rum? Verstecken. Dich vor Dämonen zu verstecken, kann dich näher an Objekten zur Ablenkung bringen. Spricht aus, was ich denke. Es wird ablenken. Der Dämon. Den Dämon ablenken. Drück X, um fortzufahren. Ich da draußen mit all diesen Morden. Zumindest sind wir hier sicher. Ich denke nicht, dass ich da Mist. Ein Dämon vernichten. Du musst dich von hinten an einen Dämon anschleichen, um ihn zu vernichten. Halte R2, um zu versuchen, ihn zu vernichten. Ja, das haben wir ja schon, das kennen wir ja schon. Verdammt, das hat nicht geklappt. Shit. Verdammt, das hat nicht geklappt. Scheiße. Verdammter Kackdämon. Nein, 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 nein. Scheiße. Verdammt. Jawohl, sehr schön. Hätten wir den schon mal. Nein, 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 was mache ich denn? Verdammt. Jawohl, sehr schön. Das hat wunderbar geklappt. Jetzt können wir natürlich erstmal unsere Zeugin wieder folgen. Aber ich möchte gerne hier mich nochmal umsehen, weil hier waren wir noch gar nicht. Vielleicht finden wir hier noch die Säge. Die uns noch fehlte. Bitte lass die Säge hier sein. Bitte lass die Säge hier sein. Lass die Säge hier sein. Ist die Säge vielleicht hier irgendwo? Da ist was. Verdammt, wie kommen wir denn da hin? Sammeln. Plakette des niedergebrannten Pfarrerhauses. Unweit dieser Stelle verlor die Gemeinde 1901 das ursprüngliche Pfarrerhaus St. Benedikts an die Flammen. Okay. Aber die Säge haben wir immer noch nicht gefunden, ne? Wo könnte denn diese Säge sein? Da oben könnten wir vielleicht auch nochmal rauf. Wir schauen mal. Bewahre uns vor der Dunkelheit. Bewahre uns vor der Dunkelheit. Könnten wir vielleicht auch durch. Müssen wir mal schauen. Ich schaue nochmal eben hier, ob hier auf der Treppe was liegt. Nein. Doch hier! Jawohl, abgeschlossen. Geschichte ansehen. Eine Reihe mysteriöser Erinnerungen gesammelt. Flashback abrufen. Es war ungefähr Sonntagmittag, als mich die Bitte des Priesters erreichte. Er suchte nach jemandem, der die alte Kirche reparieren könnte. Sie stand seit über 40 Jahren verlassen auf dem Hügel, nachdem ein Blitzeinschlag 98 einen äußerst verheerenden Feuerschaden verursacht hatte. Natürlich erklärte ich mich einverstanden. Ich wusste, dass etwas nicht stimmte, sobald ich sie betrat. Und mich ein unerklärlicher Schauer überkam. Ich schüttelte ihn ab und begann mit der Arbeit. Als ich die beschädigten Bodendielen aufriss, naja, eigentlich waren sie alle zerstört, entdeckte ich ein altes Rattennest.
Es sah aus wie jedes andere, das ich in meinen 22 Jahren auf dem Bau gesehen hatte. Bis mir auffiel, dass dieses aus menschlichen Haaren und Knochen gemacht war. Plötzlich begannen die Bretter im ersten Stock über mir zu knarzen und ich hörte das Weinen eines jungen Mädchens. Nun, ich sorgte mich, dass der beschädigte Teil der Decke unter ihrem Gewicht nachgeben könnte und rief: »Hey, halt, komm sofort runter!« Meine Stimme musste sie erschreckt haben, denn sie wurde auf einmal völlig still. Also stand ich auf und machte mich auf die Suche nach ihr. Als ich den Raum oben betrat, war ich überrascht, ihn völlig leer vorzufinden. Ich hatte keine Minute nach oben gebraucht. Und wenn das Mädchen fortgerannt wäre, hätte ich sie gehört. In dem Moment hörte ich wieder das Weinen, diesmal aus dem Glockenturm. Als ich die lange und tückische Treppe hochstieg, bemerkte ich Flecken auf dem Boden, die wie getrocknetes Blut aussahen. Als ich endlich den Glockenstuhl erreichte, war ich vor Entsetzen förmlich gelähmt. Vor mir lag die verwitterte Leiche eines kleinen Mädchens. Ihrer von der Sonne gebleichten Kleidung und den verwitterten Knochen nach zu urteilen, hatte sie wohl den Großteil der 40 Jahre, die dieser Ort verlassen war, dort gelegen. Die Ratten hatten ihre Knochen sauber abgenagt. Ich rannte weg. Ich hielt erst an, als ich in der Stadt war. Der Zahn der Zeit hatte es den Behörden unmöglich gemacht, die Identität des kleinen Mädchens festzustellen. Salem wird wohl nie wissen, wer sie getötet hat. Manche sagen, sie hören sie dort immer noch weinen. Ich selbst bin nie zurückgegangen. Wow. Was eine geile Geschichte. Was eine richtig geile Geschichte, muss ich sagen. Ewige Flamme müssen wir auch noch finden. Finde ich cool, bin ich ganz ehrlich. Hatten wir uns eigentlich das hier oben, das nasse Grab, eigentlich angeguckt? Ich glaube nicht, oder? Machen wir das mal. Ich erinnere mich noch immer an die Anzeige für die Regal Apartments in der Zeitung. Viele sahen in ihnen nur schäbige, heruntergekommene Löcher. Aber ich sah einen Ort mit Geschichte und Charakter. Ein Ort voller künstlerischer Inspiration. Bald war ich offizieller Mieter von Apartment 3A. Im Rückblick wünschte ich, ich wäre dort nie eingezogen. Meine neue Wohnung hatte mehr Charakter als erwartet. Die Teppiche waren merkwürdig feucht, die Rohre rostig und ich konnte den Mieter unter mir hören, der gegen die Wände schlug und lauthals schrie. Sicher, es gab noch andere Probleme, aber mit denen konnte ich leben. Womit ich nicht leben konnte, war Duschen mit braunem Wasser. Mysteriöse, undichte Stellen, die den Teppich schimmeln ließen und dem nervigen Nachbarn. Ich rief den Klempner, der ankam, als ich gerade ein Wörtchen mit dem Typen unter mir reden wollte. Als ich ihm die nassen Stellen auf dem Teppich zeigte, kratzte er sich am Kopf und erklärte, nichts leckte und der Grund sei vermutlich, dass ich etwas verschüttet hätte, ohne es zu merken. Hielt der Typ mich für dämlich? Ich hatte nichts verschüttet. Er entschuldigte sich, zuckte mit den Schultern und meinte, ohne Leck gäbe es nichts, was er tun könnte. Er machte mit der Dusche weiter. Zum Glück hatte das Wasser kein Problem damit, braun zu werden. Er dachte, es könnte am rostigen Boiler liegen und ging, um ihn sich anzusehen. Ich nutzte die Gelegenheit, um mich um den Mieter unter mir zu kümmern. Ich klopfte, aber niemand antwortete. Die lauteste Wohnung des ganzen Hauses war völlig still. Ich versuchte, die Tür zu öffnen und rechnete damit, dass sie verschlossen war, aber sie ging einfach auf. Der Raum war leer und die unheimliche Stille wurde von langsamen, feuchten Schrittgeräuschen unterbrochen. Ich sah noch immer niemanden, doch zu meinem Entsetzen erschienen auf dem Boden nasse Fußabdrücke, die auf mich zukamen. In diesem Moment hörte ich den Klempner aus dem Boilerraum unten schreien. Als ich unten ankam, war der Klempner fort, aber er hatte den Grund für das braune Wasser gefunden. In dem alten Boiler fand sich eine aufgeblähte, verfaulende Leiche, deren weit aufgerissene Augen mich vergeblich flehend anstarrten. Die Polizei ermittelt noch in dem Mord und der Vermieter hat versprochen, den Boilerraum zu renovieren. 3A ist wieder zu haben. Ich bezweifle, dass ich mich je wieder sauber fühlen werde. Geil. Das sind nochmal so kleine Nebengeschichten, finde ich richtig cool, muss ich ganz ehrlich sagen.
Geil, wir müssen auf jeden Fall ewige Flammen auch noch finden, die ganzen anderen Sachen. Sehr geil. Sehr, sehr geil. So, ach guck mal, hier haben wir auch noch was. So, Orgelwidmung. Diese Orgel, 1919 nachgebaut, ist den Saalen gewidmet, die Gemeinde im Weltkrieg verloren hatte. Cool. Ja, ich würde sagen, in der nächsten Folge versuchen wir mal vielleicht da drüben auf den Balkon zu kommen und noch, ob wir da vielleicht noch was finden. Und natürlich müssen wir unsere Zeugin noch hinterher rennen. Und ihr schaltet dann in der nächsten Folge wieder ein, wenn es heißt Murder Soul Suspect. Also, bis dann. Ciao.